Babam! So, Aufnahme gedrückt. Maus ist jetzt einfach weggelaufen. Hi, grüßt euch. Bastelnacht-Hype. Ja, Hype. Hyper. Funktioniert das? Ja, es funktioniert. Voll geil, ey. Mein ultimatives super Hyper-Turbo-Stream-Deck. Ich grüße euch, was geht bei euch? Wie kriegt ihr diese Matte sauber? Die sieht aus wie... Folge. Ihr wisst, was ich sagen... Also, nee, pfui. Sieht ja eklig aus, ey. Keine Ahnung. Anscheinend darf man auf so einer Antistatikmappe nicht rummachen. Alihol. Meinst du Alihol? Feuer reinigt alles. Iruka hat immer die besten Vorschläge. Nimm einen 10er PVC-Reiniger. Okay. Was kostet der? Rummachen oder rummachen? Umfahren oder umfahren? Richtig, nicht auf. Ja, shit happens. Ne, die sieht echt eklig aus. 30 Tacken, oh, leck mir in der Tasche. Ich bin pleite. Na, Band. Dicke Mix. Biba, Butzemann. Guten Abend. 1 Liter. Super, wie oft soll ich... Nein, hör auf. Shinji. Psst. Silence. Nee. Cracky, eine Frage. Wenn man einen Wasserkompaktkühler hat, schadet man damit Spannungswandlern eigentlich? Kommt immer auf das Mainboard an, ne? Wenn es ein relativ mehr Mainboard ist, dann ist es halt nicht so schön, wenn da gar kein Luftzug herrscht. Jo, 3 Monate Urlaub sind teuer. Ja, 3 Monate war ich weg. Habt ihr das gemerkt? So lange können 2 Wochen dauern. Nahend Ernte. Ernte 81. Ernte bitte. Alkohol? Aber dann bin ich ja total benebelt. Aber letztes Mal habe ich doch schon drüber gewischt hier. Das ist echt widerlich. Also bevor ich hier irgendwas draufstelle, muss ich das wegtun. Wer sind sie überhaupt? Gefühlte 10 Jahre. Commander Gamer One. Wie geht's? How's it going? Was wird heute gebastelt? Fragt der Kann. Du. Hätte ich das gewusst? Es haben sich echt... I have to play Schwengeldengel. Schwengeldengel. Mezzo 3, 9 Monate, Dudes. Und WTM2LP, ich danke dir für den Host. Mit Isoprop geht doch alles weg. Ja, heute rede ich einfach nur. Ich sitze einfach nur hier 5 Stunden lang und rede mit euch nicht über Hardware. Und perfekt. Kerchern. Ja, in der Bude. In der Luft. Das ist echt total eklig. Aber ein bisschen verwischen kann man es ja. Crackies Beauty Palace. Was macht man heute mit einem Kabelbinder? Bremsenreiniger. Ich wollte erwähnen, dass hier Kartons von meiner Wand geflogen sind. Das ist ein Zellerer und Karton weniger. Der Athlon 2 hängt auf 7:30. Schade. Meine Abwesenheit hat dir nicht gut getan. Nur gut, wenn man genug Isopropanol hat. Bromi. Deine neue Farbe ist richtig sexy. Ich frage mich die ganze Zeit, warum der Mann so leise ist. Wenn man den Stream leiser stellt und das vergisst, ist das eben so. Genau, du wolltest ja noch 10 Jahre Ravioli schauen. Was übrigens sehr löblich ist, dass du dir so viele Aufzeichnungen gibst. Denn man kann sich im Prinzip einfach mal 3 Jahre lang den lieben langen Tag mit Ravioli-Content versüßen. Ich glaube, so viel haben wir. Wir haben ja bald 2000 Videos voll auf YouTube, auf dem Hauptkanal. Und wenn du die ganzen Streams dabei nimmst, das sind hunderte Stunden. Nimm einen starken Bremsenreiniger. Nur 3 Jahre? Ja, könnte auch mehr sein. Ich weiß es nicht genau. Irgendwas. Früher konnte man das auf YouTube mal anzeigen lassen. Mittlerweile geht das, glaube ich, nicht mehr. Es ist so... Weiß ich nicht. Muss man seine eigenen Daten vor sich selbst schützen. Cracky Roman, der Bauer, meinte, dass man vorsichtig sein sollte mit Wärmeleitpassivisolation an den Pins der CPU, weil es vielleicht Aluminiumpartikel beinhalten könnte. Danke für die Information. Habe ich alle geschaut. Basteln. Alle Bastelnachten hat der Pitbull Forever durchgeschaut. Mensch, da gibt es auch so viel geilen Gaming-Krams, wo man sich bepissen kann vor Lachen.
Klassiker, Zeitreisen, The Legend of Zelda, A Link to the Past, Super Mario Bros. 1, 2, 3, World, Mega Man, 2, 3, 4, alles. Nur hier auf der Ravioli-Welle. Ja, okay, gucken wir mal. Ich hole mir mal mein Zeugs. Ich hatte erstmal Bammel, als ich hier hochgekommen bin, als ich die Stromstecker wieder in die Wand gesteckt habe. Weil wenn wir ein paar Tage länger weg sind, dann ziehe ich eigentlich immer gerne die Verbindung zur Außenwelt. Man weiß ja nie, was passiert. Mario Sunshine, Freelancer, Battle Zones, Freestyle-Videos. Mattes hüpft in einen eiskalten Pool. Na gut, so kalt war er nicht. Lachen, wo kommen wir denn da hin? Ja, das ist sowieso ein großes Problem, dass wir Spaß haben beim Zocken, aber nicht unbedingt die Besten sind. Da kollidierst du halt direkt mit der ganzen Welt da draußen, ne? Weil die wollen ja alle Profis sehen. Die wollen nur Profis sehen. Die wollen nur die Besten der Besten der Besten sehen. Die einfach am besten, besten, besten zocken. Und sonst sind die nicht zufrieden. Lächerlich. Wenn der Typ sympathisch ist, der da zockt, warum denn nicht? Warum soll ich denn nicht aus Zeitvertreib, während ich mein Essen verdrücke vielleicht, weil ich gerade keinen Gesprächspartner habe, warum soll ich mir das nicht geben? Warum? Joho, was geht an alle? Skippio. Das weiß ich nicht, was an alle geht. Deine Nachricht? Sei gegrüßt. Könntest du mal meine Frau Melli grüßen? Die guckt gerade mit, gezwungenermaßen. Die arme Melli. Mensch, siehst du mal, was dein Mannylein dir sich für einen Quatsch immer anschaut. Das ist irre, oder? Aber ich glaube, ihm gefällt's, sonst wäre er nicht schon wieder hier. Also, Grüße an Melli. Moin, 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 Mörder. Guten Abend, Cracky. Schön, dass du wieder da bist. Und das ist übrigens jetzt wieder der Teil. Dr. Schinken. Dr. Schinken, NHTV. Das ist übrigens der Teil, wo die YouTube-Leute wieder ausflippen, weil ich mich mit dem Chat unterhalte. Aber das ist halt das Tolle an dem Live-Format. Und ich hätte ja gerne Videos gemacht, aber es gab so ein Wetterphänomen. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Es war scheiße heiß! Und darum habe ich nichts hinbekommen. Hast du keinen Follower-Button? Oder ist das am ist mein PC da im Weg? Hä? Ich selber habe keinen Follower-Button am Körper. Warum sollte ich mir permanent Leute anschauen, die besser sind? Dann wird man doch depressiv. Könnte sein. Dem Seamörder sein Abo ist zu Ende. Nein. Hallo Cracky, hab gerade einen Nvidia-Account gemacht. Musste eine neue E-Mail machen. Du hast gerade einen Nvidia-Account gemacht und musstest eine neue E-Mail machen. Okay, Pietro. Sie grüßt zurück. Ja, dann nochmal schöne Grüße. Wie hieß sie noch? Verdammt, ich habe den Namen schon wieder vergessen. Mist. Müsste scrollen. Einbildung. Globale Erwärmung ist doch laut Trump Schwachwug. Ja, E-Game over. Guck mal, der Mathe hat sich das gemerkt. Melli. Der 87K ist immer noch besser als der 32-Kern von AMD. Bei Spielen. Jo. Und? Manche Leute behaupten. Ja, es wird gemunkelt, gell? Bot Hangman. Hangman. Es wird gemunkelt, dass die 280 Ti und die 280 gleichzeitig kommen. Nee, Commodore, keine Ahnung. Vielleicht die L-Kurs. Ich habe irgendwie bei dem P2B und so immer nur gesehen, dass L-Kurs eigentlich nie hochgehen. Nie offensichtlich kaputt gehen. Aber ich habe auch ein P2B am Laufen, was zum Beispiel instabil ist unter Last. Und ich denke, ich vermute da auch ganz stark die L-Kurs. Was sagst du eigentlich zum 77K mit dem Aorus Gaming 7? Ja, doch schön, oder? Wo war das noch? Scheiße. Gar nicht. Hatte ich das nicht hier irgendwo hingelegt? Oh, das ist auch cool. Das ist auch nicht schlecht. Das ist noch besser.
Ne, irgendwie nicht. Schade. Oh mein Gott. Ich habe jetzt alles kaputt gemacht. Ja gut. Wir hängen hier im... Wir hängen hier fest. Haben wir schon Silvester. Hey, Uptime. Was hättest du von mir, ETX-PCs fürs Gaming? Ja, kann man sich ja bauen, ne? Ich hänge in der Matrix. Stream neu starten. Ist alles Game Over. Wie Sie sehen, sehen Sie ein explodierendes Ravioli. Kaboom! Da ist die Linse wohl kaputt. Zack, zack. Kaputt gemacht. Oder ist es die Crack Tricks? Maybe yes, maybe no. Ja, also was soll man denn zum 77K sagen? Ist ein Prozessor. Der out of the box ein bisschen heiß wird, meiner Meinung nach. I have to play Schwengeldengel, Schwengeldengel. Absolute Wahnsinn, Stufe 2 Abo für den Blood Elf Mons, Dude. Der Urlaub war gut. Aber ich bin einfach mal wieder mit 200% zurück ins Leben gestolpert. Warum kriege ich beim Floppy-Formatieren in DOS einen General Failure? Ja, musst du mal den General holen. Den gibt's bei Rewe zum Beispiel. In der Drogerieabteilung. Kurze Frage, lohnt sich noch eine RX580 für Full HD Gaming oder lieber was anderes? Was hast du denn jetzt für eine Grafikkarte? Blöde Gegenfrage. Weil, ich meine, die Grafikkartenpreise sind im Moment nett, sind okay. Die sind halt da, wo sie eigentlich sein sollten. Man darf das nicht überbewerten. Später PUBG? Ich denke heute nicht. Ne, R928X kriegst du langsam Bildfehler und so weiter. Ja, schwierige Sache. Ich meine, die 580er für 250 Euro oder 260 Euro ist eigentlich ein No-Brainer. Ist in Ordnung, aber wie gesagt, ist halt. Für meine Begriffe könnte der Preis noch ein bisschen besser werden. Ich meine, die locken einen im Moment mit den drei Spielen, ne? Assassin's Creed und dieses Sternspiel da und tralala. 87K viel besser als 77K. Beim Gaming? Naja. Ein wenig. Doofenpfand. Moin. Das Lustige ist ja, dass der 8600K bei manchen Spielen schneller ist als der 87K und die PC Games Hardware das zum Beispiel getestet hat. Die haben das bei City Skylines getestet und da war der 86K die schnellste CPU. Und jetzt kamen nochmal neue Benchmarks, ich glaube vom neuen Threadripper. Und da war auf einmal bei City Skylines der 87K die schnellste CPU. Hä? No one knows, was da passiert ist. Ich wollte nur mal darauf hingewiesen haben, dass mir das aufgefallen ist. Mein Nachbar ist zufrieden. Ja, der ist zufrieden. Der schuldet mir noch eine SSD. Ich bin neu dabei. Bin froh, dass Cracky wieder zurück ist. Caravaggio. Servus. Ja, du musst die Dinger halt köpfen, das ist das Problem, ne? Na, du musst die köpfen. Da brauchst du gar keinen Wasserkühler. Die müssen einfach geköpft sein, dann ist gut. Ach Gott, damn it. Ich hatte letztes Mal schon so Probleme, das Ding aufzukriegen. So. Kostet jedes Abo Geld. Du kannst, wenn du... Also angenommen, du bist bei Amazon Prime. Du hast dein Amazon Prime Abonnement. Dann darfst du auf Twitch
einem Twitch-Streamer einmal im Monat ein Abonnement schenken im Prinzip. Das kostet dich gar nichts. Dann bezahlt Amazon sich die Kohle selber. Was brauche ich heute? Ich weiß es noch nicht so genau. Tolle Kindersicherung. Ist eine Bombenkindersicherung. Das war so wehen, der wehen darf. Ja, runterdrücken und drehen, aber nicht mit dieser linken Schulter. Geht mir auf den Sack. Ja, dann kostet dich das 6,99 oder so. $6.99. Erwachsenensicher. Mein Arsch ist erwachsenensicher. Gub, gub, gub. Puh, tot. Hey, jetzt mal jubeln. Hey, er hat's geschafft. Folgen reicht. Ja. Wird ja auch keiner dazu gezwungen, uns zu abonnieren. Aber wenn man uns unterstützen möchte, ist das eine ganz nette Sache. Du bekommst keine Werbung mehr, wenn du den Stream aufrufst. Und du hast halt diese Fashion-Emoticons, die du benutzen kannst. Das ist alles. Es gibt ja anderes. Wir könnten ja theoretisch, könnten wir ja sagen, hey, in voller Auflösung können uns nur Abonnenten gucken und so ein Käse. Machen wir aber nicht. Flasche ist offen genug gebastelt. Richtig Cyberhase. So, guckt euch diese Sauerei an. Der Tisch ist sicher. Ja, kannst du definieren. Du kannst sagen, kannst hohe Auflösungsstufen, kannst du sperren. Könnten wir machen, so einen Käse. Oder dass nur Abonnenten chatten können. Könnten die normalen Zuschauer gar nichts schreiben. So ein Quatsch geht auch. I'm gonna be high. Ja, oder dass Abos nur in die Aufzeichnung gucken können. Richtig, Bersi, genau. Ja. Oder man spricht drüber und ein verrückter Hund von unseren Zuschauern schenkt dir eins. Viel Spaß mit unseren Emoticons. Nico, wupp wupp. Ist das schon Alkmissbrauch? Definitiv. Es brennt schon in den Augen. Aber ja, hat funktioniert. Ihr habt recht. Es musste halt nur die richtige Menge sein. Es war ja keine Diskussion, es war nur eine Erläuterung. Weil ich habe festgestellt, wenn man drüber redet, dann passiert was. So. Olli 8, hallo. Alles nur Mittel zum Zweck. So, jetzt haben wir 200 Leute zusammen. Und ich mach mal kurz die Tür auf. Was für eine Karte kannst du für 60 Frames in WQHD in PUBG empfehlen? Kommt ja auf deine Qualitätseinstellung an, ne? Dann würde ich nämlich sagen, eine GTX 1060. Wenn dir 60 FPS reichen. La 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 la. Brrrm, badababam. Ich sag ja, es kommt auf die Qualitätseinstellung an. Ist eine TNT2 M64. Bitte TNT2 M64, schmeiß weg das Ding. Aber ja, kann man natürlich machen, ne? Wurde aber damals halt viel so verkauft, Commodore. Guck mal, jetzt hast du diesen formschönen Ravioli-Ball davor. Kannst du Nudel-Dinger spammen und was weiß ich nicht was.
Ja, Quake war auch das Einzige, was die konnten. So. Okay, ja, wir stapeln mal wieder. Ach ja, ich hätte ja gern was vorbereitet, aber es ist, der Tag hat es nicht erlaubt. Der Urlaub auch nicht. Rechner, wer bist denn du? Tja, du bist auch geschröpft, ne? Armer Kerl. Armes Rechnerchen. So. Wir fangen da an, wo der letzte Stream angefangen hat. Oh, wir nehmen uns mal den hier. God damn it. Du hast ein B450 Astro Board. Weißt du auf Anhieb, wie ich die USB-Ports stromlos bekomme, wenn der Rechner aus ist? Ja, klar weiß ich das. Lass mich gleich in das BIOS hier gucken. Der Anti! Guten Abend! Was wird hier gebastelt? Ja, das weiß ich auch noch nicht so genau. Das fragen ja... Welches Bezahlabo ist das effizienteste? Sprich, bei welchem bekommt ihr den größten Anteil? Das teuerste natürlich, Ludendorff. Ja. 50-50, 60-40, 70-30. Aber wie gesagt. Wie gesagt, das ist keine Voraussetzung. So, wir nehmen mal dieses formschöne HDMI-Kabel, welches noch im Splitter steckt. Nee, das teuerste ist auch scheiße teuer. Also, ich finde das ein bisschen übertrieben. Dies ist ja auch schweineteuer. Hey, wake up. Ah, mein Mülleimer riecht so nach Alkohol. Da ist so ein nasses Tuch drin. Poppy! Wuhu! Dankeschön! Warum habe ich denn da lang? Danke fürs Abo. Da ist er. Danke, Poppy Dude. So, Freunde. Ich drücke die 8. Ach, scheiße. Mist. Verdammter Mist. Manche Leute behaupten. So, wie war das noch? Ah. Super. Ja, der Dual Pentium 3, der ist tot. Der ist tot. Der lief die eine Nacht im Stream und danach... Schwengeldengel, Schwengeldengel. Und danach nie wieder. Guschla, 9 Monate, Dude. Tu dir keinen Zwang an, mach ein Gift raus. Tu dir keinen Zwang an. Das Case hast du auch, das findest du super. Ich find's ganz okay. Ich find's jetzt nicht so überragend, wenn ich ganz ehrlich bin. Hallo? Ja, aber wir schrauben mal wieder am Be Quiet rum. Ich habe diesem Rechner ja den Ryzen 5 2600 geklaut. Dreimal dürft ihr raten, was er jetzt temporär erstmal wieder bekommt. Ich finde die Belüftung halt nicht so oberhammermäßig. Und ich finde das hier oben sehr fummelig, um da dran zu kommen, um zum Beispiel Lüfter zu tauschen oder so. Ich finde das sehr, sehr, sehr fummelig, diese Blende abzumachen und so ein Kram. Tada! Ich bin der Neue hier. Ob ich wohl auch 4,1 GHz bei 1,31 Volt schaffe? Wer weiß das schon so genau?
Den Sea Tower? Nee. La 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 la. Du di 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 du di 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 di. Was will ich denn da drin? Ich will doch den Kühler gar nicht. Ich will doch nur die CPU. Von wem ist dieser PC? Das ist mein PC. Mein potenzieller, irgendwann mal zukünftiger, zur Verwendung genutzter Grafikkarten-Testgerät-Station. Der Gerät. Hoffentlich kann man beim neuen Threadripper 8 RAMs verbauen. Was soll das heißen, Unbreakable? Ging doch beim bisherigen auch. Das ist ja kein Threadripper. Also ich sehe nur 2x4er. 2x2er. Was für Boards guckst du dir denn an? Zero Insertion Force. Da 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 du. Why alternate? Ja, guck dir doch das X399 Tai Chi an. Ja gut, Micro ATX. Da ist halt ein bisschen wenig Platz, ne? Micro ATX ist ein bisschen wenig Platz. Da sind ja noch drei. Das sind ja hier in dem Bereich, also hier rechts daneben quasi, ne? Da sind ja zwei Bänke hier, zwei Bänke da. Dann ist da dieser Fliesenlandeplatz und dann ist ja hier in der Ecke ist ja noch drei Ultra M2 Landeplätze. Ist halt ein bisschen eng, ne? Wow, Wahnsinn, tolle Technik. So, hoch mit dem Karton. Hoch damit und raus mit ihm. Oh, falsch rum. Volle Energie, hält sich die Remote-Infanterie. Master Gilmaker. Da, 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 da. Ma, 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 ma. In Fachkreisen die Fliese genannt. Mühe-ATX. Gemüse. Oh, oh. Gemüse. Oh, oh, oh. Also zum einen CPU hier einsetzen, den 2,6er. Gucken, was der macht. Gucken, was der Ball macht. Und ich habe eure Rufe nach Retro erhört. Ich bin auch voll dafür. Hoffentlich kommen wir dazu heute noch. Mann, war hier viel Paste drauf. Wer war das denn? Diese Paste ist ja zäher als Kaugummi. Was für eine Paste wird das wohl sein? Mega-Member. Ja, das ist echt so ein Faktor. Diesen Shakun Shark, so, der ist gar nicht schlecht. Aber halt... Also in dem bekommst du so einen Kühler rein, aber... Der hat halt auch seine Vor- und Nachteile. Das Problem ist, solche Mini-Cases, die werden auch sehr schnell sehr, sehr unpraktisch. Von ihren Ausmaßen her, finde ich. Saber Rider and the Star Sheriffs. Can you feel the thunder inside? Saber Rider.
Feel the lightning and crack as you ride. Das ist hier, das ist ein MSI. MSI Frozer XL Mega Oshi Deluxe Monster. Wo sind überhaupt die Schrauben davon? Fuck! Es ist so lange her. Das sind die Lüfter. Das ist das Blech. Das sind die Schrauben. Amazon Prime hat von Saber Rider gerade die Lizenzen. Yeah, ich habe die dicke Box tatsächlich mal geschenkt bekommen. Meine Frau ist halt die Beste. Aber denkst du, ich habe mal was geguckt? Leider nicht. Tja. Shit happens. Jesse Blue, ey. So. Matcha Pampe. Namen Harry G. Namen Toni. Jesse Blue Ochsenknecht. Hatte der nicht die Stimme von Tom Hanks damals? Aber ich meine, geht natürlich nichts über Colt, ne? Christian Tramnitz, der absolute Hit. Was der für geile Sprüche von sich gegeben hat. Sailor Moon ist besser, ne? Sailor Moon ist bis nach meiner Zeit am TV. Wo finde ich das mit der neuen Nudel? Möchte mal ein bisschen probieren hier. Du bist Abonnent, du brauchst keine neue Nudel mehr. Ich habe diese Woche diverse Plastik von Gehäusen, Mäusentastaturen mit Wasserstoffperoxid behandelt. Okay. Bananarama Man, yeah, 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 yeah. Danke fürs Abo. C-Doxy, ich danke dir für dein Abonnement. Awesome. Saber Rider ist der Hammer, ne? Bestätige April. Habe Steuerung übernommen. Kampfbereitschaftsphase 1. Hoch damit und raus mit ihm. Volle Energie und fertig ist die Ramrod Infanterie. Eine Renegade-Einheit der Outrider. Oh mein Gott. Dann geht's ab. Oh Mann, ey, Hammer. So, Lüfte drauf. Sehr gut. Der kann fragen, ist Lüftersteuerung über PWM oder über Spannung besser oder ist das egal? Das kommt immer auf das Mainboard an. Es gibt Mainboards, die können das auch über die normalen 3-Pin-Kirmes wunderbar, super geschmeidig, genial, toll steuern. Aber es gibt auch Mainboards, die können das überhaupt nicht. Und die schreien dann halt eher nach PWM-Kirmes. Ja, der Lüfter ist nicht schön. MSI hat mir den geschenkt. Also, was heißt, der ist nicht schön? Der Lüfter ist eine starke Geschmacksangelegenheit. Und ich musste diese Dinger hier halt bearbeiten, weil ich sonst den RAM nicht reinbekommen hätte. Das ist das X370 Professional Gaming von ASRock. Also, das X... I have to play Schwengeldengel. Schwengeldengel. Schwengeldengel! Danke, Powerblade! Ja, das ist das Flaggschiff der X370-Ära, wenn man so will. Ich weiß noch nicht genau, wie ich das jetzt hier gerade mit den Kabeln machen soll. So. Ist halt Push-Pull-Prinzip, ne? Von der Seite her vernünftig. Und ich habe halt für den einheitlichen Look, habe ich dann halt auf beiden Seiten den Klimbim entfernt. Was man ja auch verstehen kann. Passt aber zum Gehäuse.
Einigermaßen, ne? Passt halt auch zum Board einigermaßen. Wegen schwarz-rotem Design. Dessin. Schwarz-rotes Dessin. Ist denn bald eigentlich wieder in allen Geschäften Saale oder wie sieht das aus? Ich meine, ich bin ja einer bei Ravioli sowieso. Wir haben ja schon immer unsere bescheuerten Anglizismen, die wir selbst erfunden haben, benutzt. Aber Sale finde ich halt absolut scheiße. Hey! Übrigens, diese Woche verkaufen wir mal was. Hä? Dann ist wieder überall Saale. Nein, das ist ein Assrock. Ach komm, Matem. Matemsi. Kann man das Ding, das Kabel eigentlich hier verstecken oder nicht? Fragen über Fragen. Die Welt verbiegen. Ich sollte den RAM entfernen. WZF. Man, früher war Schlussverkauf. War doch geil. Moment, was schreibt der Stugi da? Cracky, das LED-Kabel kannst du unter die Lüfterhalterung stecken. An den Kühlrippen ist ein halbrunder Auslass. Da Kabel reinlegen. Ja. Kabel ist schon weg. Wahrscheinlich meinst du das hier, oder? Meinst du die Ecke da? Die hier? So? Quasi? Quasi? Ja, super. Cool. Da war ich auf der richtigen Fährte. Ja. Yeah. Und alle nur so, yeah. Okay. Ich meine, ich finde es geil, dass man mit dieser Kunststoffhalterung halt auch theoretisch einen 140er verpassen könnte. Das ist ja schon mal nicht schlecht, ne? So. Nichts geht über Macho. Naja, nichts geht über Noctua für meine Begriffe. Machos sind auch cool. Aber im Prinzip ist das hier ein Macho. Nur in teuer und bling bling. Also, ich lege meine Hand dafür ins Feuer, dass der aus der gleichen Fertigungsfabrik kommt, also vom Kühlkörper her, wie die Machos. Weil das Haltesystem und alles ist viel zu ähnlich. Das garantiert so ein Joint Venture. MSI hat bei denen angeklopft. Und dann haben die den Kühler gebaut. Cracky, du hast recht. Okay. So. Platsch. Ist ein Macho, ja. Kinder! Ich mache das zwar erst seit gestern und habe überhaupt keine Ahnung und mache mal alles falsch, aber egal. Oh, kommt sie wieder, die 380? Oder soll ich hier erst den Lüfter tauschen? Ich wollte nämlich den rückseitigen Lüfter auswechseln. Habe ich mir so überlegt. Und am vorderseitigen vielleicht abstöpseln. Also zumindest den 140er Be Quiet, weil der ist halt, naja, den hörst du halt zu schnell. Leider kann man bei dem Board, oder kann ich den regeln? Weiß ich jetzt gar nicht. Wir lassen den nochmal dran. Aber ich glaube, den rückseitigen, den kann ich nicht extra regeln. Wir machen das alles mit links. Zack. Chassis Fan 2 ist das hier unten. Das ist ein geiles Board. Also es hat ja sogar WLAN on board, 5 Gigabit LAN und so eine Kirmes, alles Bluetooth. Und jetzt hat es sogar einen Prozessor drauf. Aber stecken die Grafikkarte mal rein.
Aber war es nicht so, dass Push-Pull nichts bringt? Ja, relativ. In der Regel kommst du mit niedrigeren Drehzahlen zum gleichen Ergebnis, sag ich mal. Und wenn es hier schon dabei ist, wo soll ich sonst so einen roten Lüfter verbauen? EATX oder doch was Neues Quadratisches? Wovon sprichst du? Das soll die Basis sein für Grafikkartentesterei. Da kommen ja neue Grafikkarten, glaube ich. Und wer weiß, was da so geht. Aber gut Ding will viel Weile haben. ATX bald zu klein. Ehrlich. Ich bin ja so froh, dass sie kein BTX-Scheiß gemacht haben. BTX war ja der furchtbarste Ansatz, den man sich nur denken konnte. Ach ja, so. Ja, toll. Entschuldigen Sie mich kurz. Ja, man sind die jetzigen ja auch extrem teuer, also insofern. Interessiert sind sie ja. Die Leute da draußen. Das hat ja jetzt auch keinen abgehalten, eine 1080 Ti zu kaufen. Was macht der da? Der besorgt sich einen Lüfter. Macht der sowas öfters? Ja, ja. Kalong. Plan ist gescheitert, ich brauche einen Seitenschneider. Seitenschneider? Verkaufe eine Vega 64, habe gehört, die soll super sein. Die ist auch super. Die 56er ist aber superer. Weil besserer Kompromiss. Ansonsten, was für ein Modell? Was willst du haben? Und die wichtigste Frage, wurde sie zum Mining verwendet? Eine Grafikkarte empfehlen? Es kommt ganz auf dein Budget an und was du machen willst. Der Casus Knactus. Da haut er wieder die Clips raus. Stream, der geht nicht? Doch. Ich habe gerade nur auf die gleiche Taste nochmal gedrückt. Alles gut, aber danke für den Hinweis. Danke für die Aufmerksamkeit. Bis ca. 1000 Euro zum Zocken. Aha, und welche Auflösung möchtest du spielen? Wie viel Kantenglättung brauchst du? Und das Wichtigste, soll sie gleitkompatibel sein? Würde ich jetzt heute, würde ich eine GTX 1080 kaufen.
Illusions Man. Ja, grüß dich. Hi. Gleitkompatibel, ja. Wie war der Urlaub? Alle Kinder noch da? Ja. Braucht die Gattin nochmal Urlaub? Ja. Brauche ich nochmal Urlaub? Ja. Habe ich kein Geld mehr? Ja. Das ist kein Insider. Glide. Das ist eine native Schnittstelle. 3DFX Glide. Ich meine, für 1000 Euro kriegst du keine Voodoo 5, 6000, aber eine Handvoll Voodoo 5, 5, 5 vielleicht. Und wenn du in 1024x768 zocken willst, Retro-Games zocken willst, mua. Ja, Glide-Baby. Hier, hier, Glide-Baby. Hopp, hopp. Hopp oder top. Voodoo 3 3000, Baby. Diamond Monster 3D. Uah. Oder viel besser. Creative 3D Blaster Voodoo 2. 12 Megabyte. SLI Baby. Selbst gebaut. Aus dem Floppy-Kabel. Man muss nur die richtigen Adern drehen. Da geht die Post ab, ey. 1998. Dies war der Burner. Bisschen Staub gesammelt hier. Lieben Schätzelein. Ja, manche war. Also das mit dem Übertakten, das war bei den Dingern sowieso so eine Sache. Ja, darum habe ich auch keine GeForce-Karten. Die haben alle Angst. Die GeForce-Karten haben... Schwengeldengel, Schwengeldengel, Schwengeldengel. Wolfi, 9 Monate, wupp, wupp. Affengeil. Und jetzt noch das sich drehende 3DFX-Logo. Genau, nicht dieses dämliche, wo nur der Schweif hochgeht. Muss man einen alten Treiber installieren. Ja, ja, dieser, der Voodoo 2, der Gold, der stellt 93 ein. Ja, frei nach dem Motto, 93 können alle. Ich stelle das auch immer sehr gerne runter. Weil die 3 Megahertz merkst du in der Regel eh nicht. Hast du eine Kaufempfehlung für ein Ryzen B450 Board? Nö, leider nicht. Ich finde die aber alle zu teuer, ehrlich gesagt. Du bekommst im Moment das X370 Gaming X von ASRock für 102 Euro. Selbst bei Amazon. Das ist ein guter Bang for the Buck. Und in der Regel ist da ein Raven Ridge fähiges BIOS drauf. Also sollte ein Pinnacle Ridge Prozessor auch darauf booten. Da hast du in der Regel mehr von. Was ist im Moment die beste Karte für 100 Euro? Kann auch gebraucht sein. Meine Güte, das sind immer Fragen hier. €100 gebraucht. Vielleicht hat man ja Glück und man bekommt... Schwengeldengel, Schwengeldengel. Der Andy Bitz ist auch schon 10 Monate dabei. Leck mich in der Tisch. Wupp, wupp. Vielleicht hat man Glück und man bekommt eine Hawaii-GPU dafür. Eine R992. Für einen Huni. Ja, 79,70 ist dafür eigentlich für meine Begriffe schon wieder ein bisschen zu... Also eigentlich zu teuer. 100 Euro dafür. Ich versuche das jetzt hier mit der Spitzzange zu arrangieren, weil da so viel Kühlung in dem Bereich ist und so viel Blendenwerk, dass es mir auf den Sack geht. Und ich schlecht drankomme. Die R9380 für 90 Flocken, die sind aber besoffen.
Ich meine, die R-983 ist ja wenigstens ein bisschen energieeffizient, okay, aber ist zu viel. Die beste Karte ist der Ryzen 2 2G. So, Licht dabei. Come on. Ich krieg den Winkel nicht hin. Ich muss den hier drehen, so. Schwarze Boards. Wer hat sich den Mist ausgedacht? Meine Finger sind zu dick. Ich hab's geschafft. Die Finger, die sie zum Schrauben verwenden, sind zu fett. Ne, was? Der 2-2G ist quasi genauso schnell. Du mit deinem Schrott, Mister. Was soll das? Das Hyper-Threading bei AMD ist aber nicht so performant, dass es das groß raushauen würde, wenn man wirklich nur zockt. Ich habe so viel mit dem 2.2G gemacht und im Vergleich zum 2.4G. Ist der Unterschied nicht so mega. Weiß ich nicht, ob man nicht donaten kann. Hat schon mal das Video von Linus mit der Intel Optane auf Ryzen gesehen? Nee. Warum macht er sowas? Ich habe auf meinem X470-Board schon eine NVMe-SSD im Verbund mit meiner dicken Gaming-Platte laufen. Und wenn die einmal gemerkt hat, was da Sache ist, starten die Spiele rasend schnell. Ist ziemlich gut. Lädt nicht weiter, nur bis PayPal-Login und dann bleibt das stehen. Oh nein! Keine Ahnung, was da los ist, Shinji. Vielleicht hat Tipi gerade Probleme. Versuchen Sie es später noch einmal. Du kannst dich bei dem Board nicht entscheiden. Ich sag dir, X370 Gaming X, go for it! Go for it! Go for it! Perfekt! Für den 2.6er? Am besten den 2.6X. Da bist du nämlich wunschlos glücklich. Guck mal hier, du bekommst einen Karton mit einer CD und einem Aufkleber, einer HB Bridge SLI Gedönsrad. Du bekommst RGB, einer O-Shield ist auch dabei. Das Board hat mal, hoppala, 150 gekostet. Das gibt's jetzt für 102 bei Amazon. Ich mach keinen Witz. Das hat den dicken Realtek drauf, den 1220er. Das hat zweimal USB 3.0. Ja, hier für Front- oder Cardreader und Gedönsrad. Dendria, 3 Monate, Dude. How awesome is this? Spannungswandler sind okay. Dem fehlt es ein bisschen an BIOS-Tweaking-Optionen. Sprich, es gibt keine Load-Line-Calibration. Das ist ein bisschen schade. Aber ansonsten, es hat 2 Ultra M2. Und das ist ein tolles, ausgestattetes Board und wäre jetzt mein Tipp so, anstatt ein neues B450 zu nehmen. Quatsch, die B450 sind zu teuer. Die sind noch zu teuer.
die Boards haben euch nichts getan, nur weil da 370 draufsteht. Es gibt BIOS-Updates und so Sachen und die Ryzen-Dinger sind geupdatet. Das muss nicht B450 sein oder X470, um einen Ryzen 5 2600 zu betreiben. Nee, das habe ich noch nicht ausprobiert. Ich habe es aber geladen. Green. Ja, und das ist jetzt gerade quasi Ausverkauf. Also, schlag zu. Aktuelle BIOS gibt's. Sogar mit neuerer AGESA als die B450 ausgeliefert werden. Also insofern, mein Tipp für dich. Nutze Ausrufezeichen Support und geh von den Raviolis auf dieses Board und tu was Gutes für Ravioli. Für 100 Euro ist das echt in Ordnung. Voll in Ordnung. Also ich habe 150 bezahlt. Ich habe es gekauft zum Release. Habe es lange Zeit benutzt. Mit meinem 1700er auf 3,8 geballert. Ja, man kann mit dem auch overclocken, aber das Beste fürs Overclocken ist es nicht. Aber es ist ein super Board, um es auch einfach zu benutzen. Ja, es ist nur ein Tipp von mir, weil ich jetzt just gesehen habe, dass es im Angebot ist. Das gleiche gilt für das X370 Aorus Gaming K5 von Gigabyte. Das wirst du allerdings flashen lassen müssen oder selber flashen müssen mit einer Light-CPU oder wie auch immer. Ja, das Gaming K5, das kostet auch gerade einen Huni. Oder bei JZ Elektronik kaufen. Wenn er es noch da hat. Ich weiß nicht, was er will, Mathe. So, egal. Verkaufsveranstaltung. Jedes Mal der gleiche Scheiß. Wir haben gleich 11 Uhr und nichts ist passiert. Nein, aber es macht ja Spaß mit euch. So sollte sich das jetzt nicht anhören. Okay, wir stellen den Rechner mal hier rüber. Ich habe weder Stromkabel, noch Bildschirm, noch sonst was. Guten Abend, Herr Kevin. Ich trinke zu wenig. Kiff 01. Level 119. Okay, da kriegst du das ganz aktuelle BIOS auf jeden Fall. Ich verkaufe das nicht. Der da. Das ist der Frozer XL aus dem Hause Thermalright MSI. Boah, wenn da oben bei Cracky mal wer Eomorgt Lotto spielt, brauchst du dann immer. Was? Ach, die auf der Rückseite. Der Arktik. Einbricht. Ja, Kevin, hab ich. Er hat die Nacht nicht überlebt. Unter Wasser gesetzt bei 3,6 Gigahertz. Er hat's nicht geschafft. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung.
nicht al dente. Ollie G, how much there is to see? Just open your eyes and listen to me. Straight ahead. Es ist so warm. Ich bin so fett. Ich brauch nen Bildschirm. Das wäre nett. Eine Tastatur? Ein Mauspad. Mauspad. Was? Du willst Anna nass machen? Fürs Bios häckseln. Oh ja. Bananarama Man. Yeah, 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 yeah. Danke fürs Abo. Atlan! 2 Monate! Krass, Lan! Danke, Mann! Blup, blup. Hammer! So, ich stelle diesen TFT jetzt stylisch, genau, vor den Chat. Entschuldigung, das war mein Haupthaar. Sie haben mein Haupthaar gehört. Hat es mit Ihnen gesprochen? Alter Schwede, dieser Raum! Bananarama Man. Yeah, 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 yeah. Silence! Silence! 3 Monate! Viel Spaß mit dem roten Ball! Red Ball Alert! The Danger Zone. Nee, irgendwie funktioniert das nicht. Irgendwie ist das falsche. Das ist das falsche Kabel. Das ist nicht das Kabel, das sie suchen. Das Kabel, was an den Rechner gehört. Das gute Xbox-Kabel. Xbox Moneybox. Juhu! Alter Schwede, dieser Raum. Sie haben heute eine super Laune, Herr B. Eigentlich habe ich ja Hunger. Und voll kochen. Was? Fire it up! Nee, ist noch nicht so weit. Ich habe noch keinen Strom für Bildschirm. Ich habe noch kein Bild für einen Stromschirm. Oh, krab. Ach, ach, ja. Scheiße, Mann. Warum haut er meine Stromleiste ab? Zack. Kling, klong, kling, klong. So, jetzt nochmal hier drunter krabbeln. Krabbabbeln. Ja, sorry, Camcorder, ich klaue dir jetzt ein HDMI. Copy-Paste, Noob. So, das ist der HDMI-Input. Das ist der HDMI-Output. Dieses Gerät, was wir hier verwenden, ist ein HDMI-Splitter. Ein Splitter. Splitter-Cell. Hey, Ryzen Power Video hat 4000 Klicks geknackt. Ja, warum? Wo ist die Million? Mir wurde gesagt, das geht viral. Wer hat mich da beschissen? Nix geht viral da. Viral ist egal. YouTube ist echt schlecht geworden. Echt nicht schlecht so ein YouTube. Zack, zack, zack. Oh Mann, ey. Herr B will Money, Money, Money. Ja, immer. Herr mit dem Geld, Ernie. Herr mit dem Geld. Manche Leute behaupten, so, halt ab!
Na. Oh, es hat geflackert. That's a good sign. Das ist die neue Kisscam. Kiss me, baby, one more time. Wupp. Let's have a look. What does the Ryzen 5 say? Prozessorbildqualität? Jetzt hier? Nee. GPU, ich habe mich nicht getraut. Oh Mann, der ist schon in Windows. So ein Ryzen ist viel zu lahm. Kannst nicht mit zocken. Scheiße. Ohne Strom nichts los. Ja, und vor allem muss ich PUBG updaten. So viel will ich dann auch nicht von Ihnen, Herr B. The current version is a lot more than this. Ryzen 5 2500G. The RAM is running default. Oh, 10 GB Update, ja. Also insofern, nein, PUBG nicht, nein. PUBG ist einfach inkompatibel. Es ist inkompatibel mit Livestreaming. PUBG ist inkompatibel mit einmal Bastelnacht in der Woche. This is not possible. Windows Update incoming. True story. Warten Sie hier. Downloads, keine Beschränkung. Ja, ja, es geht nicht gut. Tastatur nicht angeschlossen. Fuck! Kann man leider mal nach VRAM irgendwie aufrüsten? So wie bei den Fotos? Leider nicht. PUBG braucht eine eigene Leitung, ja. Eine Standleitung. Wo ist denn das Kabel für die Tastatur? Ah, hier. Das dauert mit meinem Downstream leider ein bisschen länger. Und wenn ich statt voll mit voller Lotte laufen lasse, funktioniert der Stream nicht mehr. Also insofern. It's not an option. This game is really an operator. Zack. Bring us was in Ryzen 5 3, 1600X auf 3.9 zu prügeln. Ja, klar. Sicher dat. Erweiterte Option. Updates aussetzen. Richtig. Neu starten. Warum braucht PUBG immer so riesen Updates? Weil ich glaube, das liegt einfach nur daran, weil drei verschiedene Teams weltweit an dem Spiel arbeiten und dann sagt immer das eine Team, hey, ich habe eine neue Version vom Spiel fertig. Alles klar, schick sie live. Und dann sagt das nächste Team, hey, ich habe eine neue Version vom Spiel, Update. Yay, schick live. Das ist immer so abwechselnd, weißt du? Und darum muss man immer das komplette Spiel laden, weil das jeweils einfach ein komplett anderer Bild ist. Nur meine Vermutung. So. Wir haben hier das L472 drauf. Und das wäre das 4.1er Overclocking gewesen. 4.1, 1.31875. Die CPU gibt es aber nicht mehr. Die habe ich meinem Nachbarn vermacht. Im Zweifelsfall hole ich sie mir wieder. Oh ja. Das speichern ich. Und wir müssen jetzt natürlich herausfinden, ob das jetzt ein goldener Glücksgriff war, dieser Ryzen 5 2600. Oder ob das auf einem guten Mainboard vielleicht sogar die Regel ist. Die Regel wird nicht gebrochen. Also wir laden jetzt erstmal das UEFI Default, speichern das, gehen raus. Hat noch nie was von inkrementellen Updates gehört. Ja, leider nicht. Und jetzt gehen wir direkt wieder ins BIOS. Und machen jetzt als allererstes natürlich BIOS-Update. Das geht nämlich die 481. Bams. Here we go.
Wenn du beschenkst, zahlst natürlich du, Pietro. Ist doch logisch. Achso, Pietro hat wieder gefragt. Ich bin ein Freund der 1050 Ti. Die Updates dauern doch normal nicht lange. Ja, ich habe halt nur in Anführungszeichen VDSL 50. Ich meine, ich kann den Stream hier rausjagen in 8 Mbit. Ich habe so ein paar Frames gedroppt, aber das kann natürlich vorhin irgendwelchen Ladezyklen geschuldet sein, die hier gerade das Steam gemacht hat. Aber ja, das dauert halt mit 50 runter, dauert es halt leider. Das ist immer blöd, immer unangenehm. Immer doof. Und ist es auch nicht meine Absicht. Also dann ich weiß nicht, ob ich Rise of the Tomb Raider drauf habe. Ansonsten muss man halt irgendwie was anderes nehmen, was den Prozessor zernichtet. Und ansonsten wäre das sowieso tendenziell dann so, dass man das Ding dann umzieht nach hinten. Und dann da eventuell weiter testet live. Mal gucken. Wir schauen einfach mal. Mal gucken, was geht. Also der Kühler ist dick genug. Vielleicht geht's BIOS-Update auch in die Hose. Liquid Metal zwischen Prozessor und Kühlkörper ist Amok. Und nichts, was irgendwie, was ich jemandem empfehlen würde, pauschal. Ja, JZ ist da, ja. Der hat sich gefreut, dass ich ihm die Phantom abgekauft habe. Ich denke mal, über ein dediziertes Video hätte er sich mehr gefreut, aber es hat nicht sollen sein. Es war zu warm. Da bist du mal duschen und schon ist der Cracky beim BIOS-Update. Ja. Und die Motten draußen am Fenster. Kupfer auf Kupfer sollte kein Problem sein. Ja, aber es ist eine Sauerei, das wieder von dem dicken Heatspreader abzubekommen. Nachher kannst du gar nicht mehr lesen, was das für eine CPU ist. Ist ein permanentes Updaten von BIOS ein Muss? Nein. Der Satz gilt, never touch a running system. Aber ich bin ein Spielkind. 4 Wochen bis Shadow of the Tomb Raider. Fuck. Gibt's doch gar nicht. Ich muss auch immer ewig PUBG updaten. Du hast eine 1600er. Ja, ja. Was ist das? Was du hier siehst? Ein BIOS-Update? Oder ist die Frage Never Touch a Running System, was das ist? Nein, dein Prozessorkodex zum Stream und dessen Qualitätserstellung. Ich möchte also nicht über die GPU inkludieren, sondern über die CPU. Und kann mich nicht entscheiden, 87K oder 27X. Natürlich den 27X, wenn du über CPU inkludieren willst. Aber sei gewarnt, Full HD 60 FPS ist eine Hausnummer. In Kombination mit CPU-intensiven Spielen. Was ist das? Warum werden immer unvollständige Sätze geschrieben? Vielleicht wegen der Sicherheit, Jester's Mudo? Programming Success. 720p 60. Ja, das ist doch geil. Dann Ryzen, go for it. Natürlich, der Ryzen macht da einen besseren Job. Tendenziell. Der Intel bekommt das auch gewuppt, aber mit dem Ryzen hast du mehr Reserven. Spannung in der Bude. Tada, er lebt noch. Ja, er lebt noch. Er lebt noch. Nochmal Wavy Defaults. Inwiefern ist der Ryzen besser? Der hat einfach mehr Reserven bei dem Multithreading, was dann anliegt, wenn du streamst. Du hast ja 4 Threads mehr. Und das macht dann schon was aus. So, let's do BIOS Settings for Noobies. Wir stellen mal hier ein
wie ich das vorher ungefähr eingestellt hatte. Ich gehe mal hier bei der Loadline auf Level 3. Und meinem RAM muss ich ein bisschen mehr Spannung geben, dass er stabil auf 3.2 läuft. Ist halt so bei den Trident Z. Und wir schauen mal hier rein. Was ist das? Pinnacle Pi 104. Wunderbar. Die aktuelle... Also man sieht das hier oben, ne? Die aktuelle... Der aktuelle Bild von AMD ist druff. Und hier kann man so schön definieren, kann man so schön den Prozessor selber einbremsen. Kann man sagen, hey, du sollst doch 35 Watt TDP aufnehmen. 0 ist invalid. Oh, schade. Und wenn du mit 5 machst, dann hast du einen 800 MHz Ryzen. Das ist total lustig. Das neue Windows ist mal schnieke, ne? Wir sagen einfach, er kann 150. Ist egal, was wir da einstellen. Im Endeffekt. So, ich wollte hier zum Hardware-Monitor. Ich wollte mal die Lüfter ein bisschen regeln. Und woran sie sich orientieren sollen. Alle mal auf Performance laufen, weil wir wollen ja hier ein bisschen was tüdeln. Ja, das ist das mit dem Chassis Fan 2. Den kann ich halt auch nur via PWM regeln. Das ist der vorderseitige 140er. Darum stecke ich den mal aus. Alles auf Performance. Das rauscht jetzt ein bisschen. Aber dann haben wir wenigstens eine sehr gute Kühlung. Gut. Wir übernehmen jetzt erstmal das BIOS-Gedöns. Das RAM-Gedöns. Wenn ich über die CPU streame, habe ich dann auch Frame-Einbußen. Also bei 720p 60 weniger. Natürlich merkst du immer einen Unterschied. Das sind G-Skill Trident Z. Die schwarz-roten DDR4 3200 CL14, wie du hier siehst. Single-Sided-Module, 2x8 GB. So. Schauen wir uns nochmal an, was er default macht. Lass mal booten. Ja, vermutlich Samsung B-Dice, ja. Die habe ich damals gekauft für 130 Euro. Das war kurz nach Ryzen Release. Nee, sowas habe ich noch nicht gemacht, Kevin. So, wunderschön. Bum, bum. CPU-Set. Übrigens, es gibt eine neue Version. Während du im Urlaub warst, du Idiot. Willst du nicht updaten? Hast du nicht Bock drauf? Ja klar, immer her damit. Update me. Update you. Diese Seite übersetzen. Nein. Setup auf Englisch. Please. Ausschneiden. Sticky Wiki. OC Tools. Einfügen. Updaten. Auf die Datei kann nicht zugegriffen werden. Warum? Keine ausreichenden Berechtigungen, um auf das Element zuzugreifen. Ah, ja. Wacken. Das ist mal... Das geht gut los.
Mhm. Machen wir das Moped leiser, ja. Was ist denn los? Schreiben durfte ich, aber lesen darf ich nichts, installieren darf ich nichts. Aha. Hier sind wohl echte Profis am Werk. Definitiv. Ich meine, die Version läuft. Cinebench. Dem Anti sind seine MFR und Dual Rank. Was bedeutet MFR? Der 2.7 macht da 200 MHz weniger. Ja, der läuft eigentlich noch ganz entspannt hier auf 365, ne? Mich in Ordnung. Schwupps. Was ist denn mit dem Stick los? Was ist ein laubes Stick? Da gibt's AFR und MFR. Aha, okay. Heinix. Ich meine, klar, desto höher du eine CPU-Auslastung dann in dem Moment hast, das kommt halt darauf an, wann rennst du in ein CPU-Limit. Das muss man dann natürlich immer abwägen. Ansonsten wurde ja hier auch schon erwähnt, dass sowas wie CPU-Lasso dann auf jeden Fall eine gute Methode ist oder halt selber die Threads zuweisen in dem Moment. Das ist eine Sache, die ich letztens auch gerne eigentlich mal ausprobiert hätte, habe ich aber nicht gemacht. Probieren wir es mal. 131875, so hatte ich ihn bisher laufen. Gucken wir mal, ob was mitmacht. Wahrscheinlich nicht. Der Matze sagt ja, wegen dem guten Assock, ne? Nein. Auf der angegeben. Was ist denn los mit dem Stick? What happened to the stick? Das kann er lesen. Das auch.
Das war so ein teurer Stick. So ein schneller. So ein richtig schneller. 32 Gigabyte. Kann man diese Festplatte irgendwie klauen? Unveröffentlichtes Ravioli-Material. Fleisch! Oh Menno! This isn't really happening. Habe Info! Jetzt auch schon eine neue Version! Mimi! Keine Rückmeldung. Einfach mal formatieren. Ja. So. 4-1. 4-1. Here we go. Und freeze. What an asshole. Moin, Druide. Dein Chat spinnt. Du machst mal ein Reload. Gut, wir hatten auch vorher Loadline Level 2. Der gute Sticky Wicky. Sticky Wicky. Du siehst nur, was du geschrieben hast. Es reicht ja. Der Rest schreibt eh nur Käse. No hate. No hate. Fucking shit. Beam den Driss mal leer. Flokalen da rein ist nicht. Oh, ich habe auf der SSD nicht genügend Platz. Shit. Okay, vergessen wir das. Scheiße. Packt er nicht. Verdammter Mist. Tu mal externe Festplatte holen. Ja, das ist guter Astrock, ne? Ja. Was ist denn Psycho? Was ist los? Muss mal hart reload machen. Arschrock. Na, 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 na. Da habe ich echt einen goldenen Chip erwischt damit. 4-1 auf 1,31. Ich habe ja mein erster Ryzen 5 26 4-1. Kein Thema. Freeze! Piece of shit. Scheiß Gate! Der Gate! Ja, mehr Spannung kannst du knicken. Das ist dann thermisch direkt Käse.
Jetzt siehst du, was geschrieben wird. Wahnsinn. Thermischer Käse, ja genau. Guck mal, Windows ist auch Käse. Doch, du hattest einen Timeout für eine Sekunde. Ja, 1,4 mit Loadline, da reden wir gar nicht drüber. Das geht nicht. Das funktioniert nicht. Schneemann im Käse. Daniel Bauer ist sehr sauer. Bududu. Wululu. Ich nehme meinen Schnitzelbruch. Run. Run, Boy, run. Scheißen Dreck. Was heißt das, Craig? Ich klinge mein Nachbar und sage, ich muss da mal was umbauen. Ja, natürlich muss ich was umbauen. Cinevengeance ist immer ein guter Anfang. Und danach kann man weiter testen. Aber und freeze. Schafft er nicht. Der Nachbar raidet gerade. Ja. Nusspli. Kann sein, dass du deinen Rechner zu viel zugemutet hast. Maybe. Heute ist es im TS aber auch still. Ist so. Also die X manuell zu overclocken ist auch so eine Sache für sich. Gesellschaft. So, ich bin auf 4050 runter und habe die Spannung auch wieder runtergenommen, weil das führt zu nichts. Das führt zu nix. Here we go. Ja, beim X brauchst du kein Overclocking. Die X betreibst du so, ab dafür. Es gibt manche X-Modelle, die machen ein bisschen was mit, wenn man dann All-Core mehr raushauen will. Aber ansonsten auf meinem 470 Tai Chi boostet der sich unter All-Core-Last auf ja, 4050 auch in etwa. Also so wie der jetzt hier gerade. Das ist schon in Ordnung. Ich schaff quasi nicht 4.1 auf allen Kernen oder 4.1.5 auf allen Kernen. Keine Chance. Wenn man sich Ryzen holt, den 1700 oder direkt den 2.7, dann würde ich direkt den 2.7 nehmen. Wobei halt der 2.6er, den du hier siehst, preis-leistungsmäßig halt der Hit ist. Aber den nur auf 4.1 All-Core, weil die Spannung ziemlich hoch waren und den 4.2.5 Boost nicht brauche, ist leiser geworden. Ja, okay, ist natürlich auch eine Möglichkeit, ja. Ja, 2.6er hat bestes Preis-Leistungs-Verhältnis. 160 Euro
Wie du siehst, mit dem hier schaffen wir auf jeden Fall, ich denke, mit dem schaffen wir auch 4 GHz plus. Jetzt sind wir bei 4050 mit annehmbarer Spannung. Erster Eindruck ganz okay. Wo kann man denn runterladen? Also ich würde nicht unbedingt einen 1700er holen, wenn man zocken will. Die Ryzen 1. Würde ich jetzt neu nicht unbedingt holen. Das ist einfach so. Es sei denn, man braucht wirklich nur ein Arbeitstier. Here we go. Kenne ich nicht. Keine Ahnung. Was geht da ab? Ah, Prozessor nutzen. Oh, wie schön. Maus kotzt. Nutzt der wirklich alle? Jawohl. Es gibt zwei Ryzen mit integrierter GPU, das ist der 2.2G und der 2.4G. Den X-Takten macht keinen Sinn, X-Streamer. Ich sag dir das. Das macht beim 2.6X keinen Sinn und das macht beim 2.7X keinen Sinn. Ich weiß, dass der Bauer dieses Video hat, wo er den 2.7X auf alltagstaugliche, das sollten 90% der CPUs machen, 4,2 GHz taktet. Ich habe 5 2700X gehabt. Keiner hat die 4.2 mitgemacht. Das sind goldene Chips, die diese 4.2 mitmachen. Und wenn du dann darunter mit Biegen und Brechen einen All-Core-Turbo hinbekommst, ja, CPU-Temperatur, 56 Grad T-Die, also ich sehe das mal so, der 2.6er ist was, wenn du Spaß am Übertakten hast, und jetzt mal davon ab, willst du jetzt ein sparsames System bauen oder willst du halt Leistung haben und so, dann kannst du dir den 2.6er holen, wenn du Lust auf Bastelei hast, du büßt im Endeffekt so gamingmäßig 100 bis 200 MHz ein, aber wenn du Lust hast, so den Takt auszubaldowern und so, dann kannst du dir gerne die Non-X nehmen. Wenn du einfach nur eine CPU haben willst, mit der du wunschlos glücklich bist, dann holst du dir den X jeweils und haust den rein und fertig ist. Ich kann jetzt hier mit den Ergebnissen nichts anfangen. Dann würde ich den 2.6X nehmen an deiner Stelle. Scotty Tree, hi! Ja, CPU-Temperatur ist doch voll im Grün. Man sieht kein Ergebnis. Doch, da unten die relative Geschwindigkeit, Kiloknoten pro Sekunde. Pistar. Dankeschön. Ich sollte mehr trinken. Wo ist der Sad-Rated-Bot, wenn man ihn braucht? Platsch. Vergleich im Geschwindigkeit im Vergleich zu Pentium 3 1 GHz. 480 Kiloknoten. Dein Gesicht ist drüber. Ach so, ja. Der ist verdurstet.
Ja, der 2.6x, der macht diesen Takt auch automatisch. Aber nicht auf allen Kernen. Auf allen Kernen wird er runtergehen auf 4 GHz. Sorry, hier ist das Ergebnis. 42,7 ist die relative Geschwindigkeit. Ja, gute Nacht, Dendria. Danke dir fürs Einschalten. Ne? Ja, 42 mal schneller als ein 1 GHz P3. Kommt ja ungefähr hin, ne? 4 mal 12. Zigtausend Kiloknoten. Der Droggel-HW hat eine Frage. Was für ein Mainboard hast du denn, Droggel-HW? Upgraden würde ich nicht in Ryzen 1 Region, sondern würde dann auf Ryzen 2 gehen. Also den Ryzen 5 2600. Beziehungsweise ist ja Zen Plus. Ich benutze energieprofilmäßig immer das Ryzen AMD Ryzen Balanced. Immer. Was ist denn ein B950? Kurioserweise geht er hier auf 4025 und teilweise taktet er auch ein bisschen runter. Ja, okay. Whiskey Lake. Ah. Der 27X taktet doch auch auf einem Kern auf bis zu 4.3. Oder macht er das nur auf den Kern-Threads, die aktuell beansprucht werden? Ja, der taktet auf 4.3, wenn er sehr, sehr gut gekühlt wird in dem Moment und wenn er nicht voll ausgelastet ist. Genau. Aber wenn du Cinebench anschmeißt, dann läuft er bestimmt nicht mehr auf 4.2.5 laut Helmchen. Würde ich bald pauschal behaupten. Zumindest würde mich das sehr wundern. Tja. Was macht der anders? Ja, der verhindert das Core-Parking. Und so Sachen. Was nämlich den Ryzens nicht gut tut. Nichts für ungut, nicht gut tut. So, wir machen ein Just for Fun Gedönsrad. So, wuhu. Danke für den Follow übrigens. Ja, du musst halt den Chipsatztreiber installieren, ne? That's very important.
Maximale V-Core sagen sie 1,4, aber ich sage euch, mit 1,4 kriegt ihr den nicht gekühlt. Und vorhin kam ja die Frage auf, was ist, um USB stromlos zu machen. Ist der Mann noch da? Dann gucken wir gleich mal. Guck mal, einen Durchlauf schafft. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich freest er direkt. Der Sack. Ja. The Famous. So, jetzt gucken wir mal. Direkt gefreest. Boing. So, du musst ins BIOS gehen. Die ACPI Configuration. Verdammte Axt, was waren das noch? Nee. War das nicht? Ich hab's nie eingestellt, ich hab's nur gelesen gehabt. Hi Krümelchen! Verdammte Axt! Hier kann das eigentlich nicht gewesen sein. Und schauen wir gleich mal nach. Bananarama Man, yeah, 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 danke fürs Abo. Pläte? Pläte! Danke, Mann! Wartet mal. Wir finden das heraus. Deep Sleep. So. Nach und runterfahren keine 5 Volt Spannung mehr auf den USB-Ports. Hier erklärt der gute Mann es. Man muss im Windows muss man was einstellen und im BIOS. Southbridge. Deep Sleep. Hier ist die Deep Sleep Funktion. Seht ihr jetzt, was sie eingeschaltet ist? Ihr habt die Möglichkeit, die auszuschalten. Dann spielt das keine Rolle. Also man muss den Energiesparplan auswählen. Man muss hier auf den hier gehen und dann muss man den Schnellstart deaktivieren. Das ist wichtig. Den Schnellstart deaktivieren. Und dann gehen wir nochmal gucken. Southbridge Option. Und dann muss man da Deep Sleep abschalten. Weil auf Deutsch verstehst du nichts mehr im BIOS. Deutsche Übersetzung ist Katastrophe. BIOS auf Deutsch geht nicht.
Ja, also du musst den Schnellstart deaktivieren, weil sonst funktioniert das mit Windows 10 nicht in der Kombination. Southbridge. Da, Deep Sleep. Oder muss man den aktivieren? Guck dir das Video an. War kurz weg. Hattest du Soundverzerrung? Nicht, dass ich wüsste. I don't know. Vielleicht muss man ihn auch anschalten. Ansonsten schau dir das Video an. Ich pack's dir gerne gleich hier nochmal in den Chat. Katastrophe, Alter. Es geht darum, dass der USB, dass die USB-Ports stromlos sind nach dem Herunterfahren. Dass da nichts mehr leuchtet. So. Ich habe die Möglichkeit, die auszuschalten. Dann spielt das keine Rolle. Dann ist auch immer 5 Volt am USB-Port vorhanden. Also für die Funktion. Also man muss den Deep Sleep aktivieren. Man muss ihn einschalten. Der Daniel hat den Link schon. Danke. Muss ich mich hier nicht bei Twitch anmelden? Wir können das ja mal ausprobieren. Ich kann jetzt mal hier Deep Sleep aktivieren. Hans Hugo. Aber es ist, BIOS gehört bei mir Englisch, ist halt seit eh und je. Kann man das hier überhaupt? Hier kann man das hier auf Deutsch stellen? Dual Channel Speichermodus. Ruhezustand. Siehst du, dann heißt es nicht mehr Deep Sleep, sondern Ruhezustand. Tiefschlafmodus. Konfiguriert den Tiefschlafmodus. Das funktioniert nicht. Es geht einfach nicht. Dann lieber Espanol. Suspensia profunda. El Tiefland, moin. Ich wollte heute eigentlich Retro basteln. Wir haben gleich halb. Wir haben 11:30 durch. What the fuck? So, wenn ich den Rechner jetzt runterfahre, ich habe jetzt den Schnellstart deaktiviert und Deep Sleep eingeschaltet, fahre runter, dann sollte meine Tastatur nicht mehr anfangen zu leuchten. Ja, sie ist stromlos. Funktioniert. Gleiche für die Maus. Ja, BIOS mit Maus bedienen ist auch pretty amazing. Ja, und wenn man dann hier Deep Sleep wieder abschaltet, kann ich das auch nochmal zeigen. Auf wie viel Watt habe ich den setzen müssen? Der läuft nicht auf 4,15. Der läuft nicht stabil auf 4,15. Das ist jetzt mein zweiter Ryzen 526. Der erste, der hatte ich ja Glück. Der lief auf 4,1 bei 1,31 Volt. Der jetzt sieht aus, als würde er 4050 mitmachen. So, wir fahren nochmal runter.
Tut das Not, dass ich Standbilder habe? Weiß ich nicht, Micha. So, und jetzt seht ihr hier, Keyboard leuchtet nicht. Hä? Ich habe ihn doch eigentlich wieder abgeschaltet. Hm. Okay. Aber ich glaube, der USB, der Prozessorkühler leuchtet noch. Was können die Ryzen an Spannung an mit einem guten Luftkühler ab? Das kommt ganz auf die Modelle an, aber ich sage eigentlich so ab 1,3, also bei Ryzen 2000er Serie wird es irgendwie ab 1,35 eklig. Ja, das war jetzt ein toller Vorführeffekt, hat nicht funktioniert, egal. Ja, ich wollte einmal gucken, ob ich 4150 im Cinebench schaffe, wenigstens. Ja, also mit Luftkühlung wird das schon übel. Der PC-Turm ist auch wieder da. Hab meinen Bastel-PC während deines Urlaubs aufgeräumt und habe die Videos an dich wiedergefunden. Interessant, dass den Kartonpacken deutlich länger mehr war als Vorstellung des Barebones. Nun noch über ein Jahr kann ich ja mal fragen, hast du die Überraschungs-CPUs gefunden? Die E-Festplatten hattest du ja schon im Einsatz, wie in meiner Beschriftung ja gut zu sehen war. Überraschungs-CPUs, da waren CPUs, ja, da waren noch CPUs eingepackt. Die hatte ich gefunden, PC Tom. Danke. Guck mal, der Fritz Chess das auch zum Crashen bringt. Stimmt. Wenn er so abgeht. Ja, ich habe ja auch auf 1.3.9 gestellt oder so. Ich wollte jetzt einfach mal ausbaldowern, ob damit noch was geht. PUBG noch gezockt. Nee, ich denke nicht. Krieg ich ja nicht geupdatet. Ganz schön laut. Na, das täuscht. Was sind die Mikrofone? Das hat er gepackt, gell? Und Freeze. Chessbench, kein Problem. Das ist ein Voodoo-Alert-Forum, Olli. Und Cinebench direkt. Freeze. So, egal. Gucken wir mal, ob... vielleicht auch weniger für 450 geht. Ich kann ja hier auch mal alle auf Vollabwehr.
Ruhe in der Kiste. Wenn ich dir meine Vega 64 zusende, würdest du die dann mit Flüssigmetall modifizieren? Nee. Flüssigmetall bei Vega würde ich niemals machen, weil es gibt Höhenunterschiede zwischen dem DAI und den HBM-Modulen. Würde ich niemals machen. Tut mir leid. Das ist mir zu risky business. Du hast doch bestimmt einen Nachrüstkühler drauf, oder? Das ist mir zu riskant. Ryan Ray, ja, schön, dass du auch wieder da bist. Freut mich. Da wäre ich ja damals mit der Hawaii-Karte, mit der R992, beinahe schon auf die Schnauze geflogen, als ich da... Nein. Also das war ja eine Referenz Hawaii. Aber auch die hat ein anderes Package. Und da habe ich dann ja den Kühler von meiner Sapphire R992 Tri-XOC nehmen wollen. Auf eine Referenz R9290. Ja, die Sapphire Tri-XOC Referenzplatine, geiler Kühler drauf mit drei Lüftern. Und Original R992 Blower, laut wie die Sau, Staubsauger, laut, grelles Scheißgeräusch. Und da wollte ich das dann austauschen, aber es hat nicht. Ich musste so eine kleine Platte kaufen. Ich musste ja so eine kleine Platte holen, damit das passt. Man sieht sie hier. Du siehst hier die Wärmeleitpaste. Ja, und da habe ich dann so ein kleines Ding holen müssen. Und ja, okay, es ist eine Power-Color Vega, aber wie gesagt, auch da haben die teilweise Unterschiede, dass die einfach dick die Paste drauf geklatscht haben. Und mit Flüssigmetall erreichst du gar nicht diese Dicke. Ich würde es niemals machen. Würde ich nicht machen. Also, tut mir leid. Was machst du heute noch? Ja, mal gucken. Gucken, wo mich die Gedanken hintreiben. Eigentlich hatte ich im Kopf viel mehr vor, aber heute der Tag war anstrengend. Und ich wollte eigentlich auch schon früher anfangen, aber heute der Tag war anstrengend. Mal gucken, was noch geht. Schauen wir mal. Mein Wasser ist leer. Viel schlimmer. Und ich habe natürlich den Deckel verloren. Freeze. Zu wenig Spannung. Hat es da damals nicht die erste verbogen gehabt? Es ist okay. Reisen runter takten. Was bringt eine Kupferplatte auf der GPU? Naja, das ging. Freeze schon wieder. In dem Moment ging es einfach darum, einen Höhenunterschied auszugleichen. Weil das Paket, auf dem die GPU saß, da war halt, die GPU war niedriger, nicht so dick wie der Rahmen drumherum. Und das hat dann nicht gepasst mit dem Kühler. Obwohl es beides das Referenzlayout war. Also du hättest beide nackten Karten nebeneinander legen können, du hättest keinen Unterschied ausgemacht, eigentlich.
Aber das Paket war halt anders. Es kam halt von dem einen Fertiger und das kam von dem anderen Fertiger. Und bei dem anderen Fertiger ist die GPU halt ein Ticken dicker. Müssen wir echt auf diesen Wert hier, ne? Und halt Loadline. Na, gucken wir mal. Level 3 oder Level 2. Ach, die Kupferplatte, die schon gebogen geliefert wurde. Ja, du hast recht. Jetzt klingelt es bei mir. Das ist die, ne? Ja, das ist die. Haben wir gut wieder platt gedrückt anscheinend. Stimmt! Stimmt! Ich hab's verdrängt. Ich hatte es verdrängt. So, come on. Mein Passwort vergessen. Freunde und Kupferstecher. Ein Pad genommen anstatt der Kupfer. Pads taugen nicht so wirklich was für Prozessoren. Für einen RAM ist es okay, aber. Für den Prozessor selber nicht so ganz. Ist ein bisschen zu träge dafür. Das ist auf jeden Fall gut hier. Das sieht ganz gut aus jetzt. Und freeze. What an asshole! Er braucht echt dieses Müh mehr Spannung, ne? Pietro, das ist ja eine Ryzen-spezielle Sache hier mit dem Deep Sleep. Das Auflegen des Kühlers ganz ohne Pad war besser als das Pad dazwischen. Einfach Metall auf Metall. Ah, nicht schlecht. Ja, es soll wohl Performance-Einbußen geben, ein bisschen, wenn man das runterstellt. JZ empfiehlt es immer, stellt es immer selber runter. Ich kann dir das nochmal mit der Energieoption zeigen, Pietro. Aber mit Deep Sleep oder wie auch immer, das musst du selber mal schauen. Hier, Rechtsklick auf den Startknopf, Energieoption und dann hier die zusätzlichen Energieeinstellungen. Und dann gibt es hier oben links auswählen, was beim Drücken vom Netzschalter geschehen soll. Und dann muss man hier dann einmal sagen, auf diesen blauen Text. Und dann hier den Schnellstart aktivieren. Den muss man abschalten. Das ist eine Voraussetzung. Also jetzt in Bezug hier auf Ryzen, bezüglich der USB-Kirmes. Das muss man machen, weil dann bootet Windows auch wirklich hoch und macht nicht diese Mogelei mit dem Status, der gerade quasi anlag. Und dann, im BIOS muss man bei Ryzen halt noch was einstellen. So, okay, cool.
Das hier hat er ja vorhin geschafft, ne? Ansonsten Linuxmint meinte ja vorhin, wir sollen mal sparen und so. Da kann ich ja eigentlich nur empfehlen, schau dir mal vergangene Bastelnacht an, wo wir versucht haben, Ryzen auf unter 150 Watt Gesamtverbrauch beim Gaming zu drücken. Da gibt es einen extra Teil auf Ravioli Extras. Und da habe ich auch den Ryzen mal auf minimalem CTDP-Ziel gelassen. Dann lief er mit 800 MHz und dann haben wir Rise of the Tomb Raider gestartet und damit gespielt. War ganz lustig. Ja, das war lustig. Das macht auch sehr viel Spaß, damit rum zu experimentieren. Ich habe auch so ein ITX-System am Start, wo ich das dann auch verwendet habe, um das Ding leise zu kriegen. Und das hat ziemlich gut funktioniert. So, ich denke mal, wir ziehen das Ding dann jetzt hier mal nach hinten um. Keine Ahnung, was mit dem USB-Stick los ist. Ja, das ist nur ein Ruhezustand. Ne? Der schiebt das dann kurz irgendwie in den RAM und mogelt dann da rum. So. Aber generell kann ich sagen, macht euch da nicht so verrückt mit dem... Mit dem Takt beim Ryzen und so, je nachdem, wenn dann da. Gibt ja viele, die sich dann Kopf machen, oh, der legt nie weniger Spannung an und der bleibt immer auf dem hohen Takt und so. Das ist. Der Verbrauch kommt durch die Belastung des Prozessors, nicht unbedingt durch die Spannung, die gerade anliegt. Oder der Takt. Wenn er belastet wird, dann zieht er Strom. Werde ich so oft gefragt, wie machst du das, dass er bei dir die Spannung reduziert und so. Ich so, ja, keine Ahnung, ich benutze ein ASRock-Board. Wird eine GPU auch kühler, wenn man die Core-Voltage runterstellt? Die Core-Voltage vom Prozessor nicht. Aber man kann undervolten, je nachdem, wenn es die Grafikkarte zulässt. Kommt immer drauf an. Ob sie das macht oder nicht. Schönes Ding. Haben wir denn hier hinten Platz dafür? Nö. Alles steht voll. Ah, so ein Mist. Ein Glück war da mein Kopf. Ach ja. So, einmal das. Was soll es zu trinken? Ich sage gerade Battlefield 1. Ja, ja, klar bleiben die kühler. Sinus, good night. Danke dir fürs Einschalten. Eine Buddel rum. Rumbuddeln ist das Ding schwer. Mann, wo ein Körper ist, kann kein zweiter sein.
stehst im Weg. Konzentration beim Einstecken. So. Zurückbleiben bitte. PS2 USB-Maus wird gerade eingerichtet. So, auf geht's. Volle Belastung. Volle Energie. Ah. Wenn er sich nicht bewegt, hat er Angst, dass der Rechner eingefroren ist. Ah. Nee, da brauchst du Wolfgangs vom Computerclub. Hast einen Kaffee gemacht. Super. Oh, Stück Nusskuchen, Berlin, schaffe ich nicht in einer Viertelstunde. Damn. Mist. Mist, Mist, Mist. So, was haben wir denn hier? Serverinfo. Dankeschön. Tada. Läuft er noch? Nein, ist abgestürzt. Yeah! Er ist abgestürzt! Was ein Sack! Dann halt doch nur 4 GHz. Echt ein goldenes Ding erwischt mit den 4,1. Cracky und der Trödeltrupp. Ja, Bombenstream. Bombenstimmung. Hoppa! So. Einmal rausholen hier.
kommen auch aus einer ganz anderen Richtung. Aber wir sind echt up to date, wenn man es. Was? Mehr basteln, kein Zocken. Wovon sprecht ihr? Sagt mal, trinkt ihr? Bei Cracky hilft nur die gebildete Hardware-Truppe. Achso. Ich find's voll gut, was du da machst. Oh, Dankeschön. Ich find's auch voll gut. Ich hätte gerne mal Zeit. Aber die gibt's nicht. Die kann man nicht kaufen. Du. Ja, über den Chess-Benchmark lacht er sich kaputt. Guck mal hier, 67 Grad schon. X265. Auf die Fresse. Jetzt mit 4 GHz. Ja, der Raum ist nun mal klein. Das ist alles eskaliert. Ja. Freunde, wir machen eine klitzekleine Pause. Wir sehen uns gleich wieder. Wie sagt der Rex, wer aufräumt, ist nur zu faul zum Suchen. Ja. So sieht's aus. So. Bis gleich. Commercial Break. Give me something to break.